The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das Heiligtum, ein lohnendes Studienthema. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Wir sollten die Prophezeiungen fleißig studieren. Wir sollten nicht ruhen, bis wir über das Thema Heiligtum Bescheid wissen, wie es in den Visionen von Daniel und Johannes dargestellt wird. Dieses Thema wirft helles Licht auf unsere gegenwärtige Stellung und unser Werk und gibt uns den unanfechtbaren Beweis, dass uns Gott in unsere Erfahrung in der Vergangenheit geführt hat. Es erklärt unsere Enttäuschung im Jahre 1844 und zeigt uns, dass das zu reinigende Heiligtum nicht die Erde war, die wir angenommen hatten. Vielmehr war Christus damals in das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums hineingegangen, um dort das Abschlusswerk seines Priesterdienstes zu verbringen und damit die Worte des Engels zum Propheten Daniel zu erfüllen. Es stellte sich heraus, dass die 2300 Tage begannen, als der Befehl des Artaxerxes zum Wiederaufbau der Stadt Jerusalem im Herbst 457 vor Christus in Kraft trat. Nahm man dies als Ausgangspunkt an, dann ergab sich in der Anwendung aller Ereignisse, die in der Schilderung dieser Zeitspanne in Daniel 9, Vers 25 bis 27 vorhergesagt worden waren, vollkommene Harmonie. Die 70 Wochen oder 490 Jahre bezogen sich auf die Juden. Gegen Ende dieser Zeitspanne besiegelte die Nation ihre Ablehnung des Messias durch die Verfolgung seiner Jünger und die Apostel wandten sich im Jahre 34 nach Christus an die Heiden. Da die ersten 490 Jahre der 2300 zu jenem Zeitpunkt endeten, blieben weitere 1810 Jahre übrig. Vom Jahr 34 nach Christus reichen 1810 Jahre bis ins Jahr 1844. Dann, sagt der Engel, wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Was wir über die Botschaften des ersten, zweiten und dritten Engels glaubten, war richtig. Die großen Wegweiser, an denen wir vorüberkamen, sind unverrückbar. Wenn auch die Heere der Hölle versuchen mögen, sie aus ihrer Verankerung zu reißen und bei den Gedanken triumphieren, es sei ihnen gelungen, gelingt es ihnen doch nicht. Diese Säulen der Wahrheit stehen fest, wie die ewigen Berge, unbewegt von sämtlichen Versuchen, die Menschen in Zusammenarbeit mit Satan und seinem Heer unternehmen. Wir haben noch viel zu lernen und sollten ständig die Schrift studieren, um herauszufinden, ob sich so verhielt. The Lord is coming. Are you ready?